Bei der Beschaffung eines elektrisch angetriebenen Flurförderzeuges wird häufig nur am Rande über das optimale Ladegerät nachgedacht. Oft sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Batterieladetechnologien nicht ganz klar. Bei der alten 50-Hertz-Trafotechnik wird der Strom in die Batterie geladen, ohne auf den Zustand der Batterie einzugehen. Die Folgen sind eine extreme Überladung der Batterie und hohe Energiekosten. Bei der Hochfrequenztechnologie wird die Batterie mit konstantem Strom geladen und verringert so die schädliche Batterieerwärmung. Die Lebensdauer kann gegenüber der 50-Hertz-Trafotechnik verlängert werden. Die Active Inverter Technology von Fronius ist eine Verbesserung der herkömmlichen Hochfrequenztechnologie. Sie geht in der Nachladephase auf den Zustand der Batterie ein. Die Überladung ist so gering wie möglich. Alle drei genannten Batterieladetechnologien funktionieren nach demselben Prinzip. Sie laden nach einer vorgefertigten, fixen Ladekennlinie und gehen kaum auf den Zustand der Batterie ein. In einer physikalischen Formel ausgedrückt wurde bisher ein definierter Strom in die Batterie geladen. Anhand dieses Stromes ergab sich die Ladespannung. Mit dem neuartigen RI-Ladeprozess wählt Fronius einen technisch völlig neuen Ansatz. Erstmalig wird nicht der Strom, sondern die Spannung vorgegeben. Der Strom ergibt sich in Abhängigkeit des Batterieinnenwiderstands. Je nach Alter, Temperatur und Ladezustand ist der Innenwiderstand unterschiedlich. Jeder einzelne Ladezyklus ist somit ein Unikat mit individueller Kennlinie. Für den Anwender ergeben sich zwei unschlagbare Vorteile: maximale Energieeffizienz durch den höchsten Gesamtwirkungsgrad von der Steckdose zum Flurförderzeug, eine maximale Verlängerung der Batterielebensdauer durch die geringste Batterieerwärmung.